Wir fliegen wieder um die Wette hier in Film ab. Wir sind jetzt wieder am schönen Strand an der schönen Buh Lagune, wie sie heißt. Und wir sind im Goldmodus. Und das heißt, jetzt wird es richtig schwierig. In Aufblasdosen haben wir direkt ein lustiges Achievement zu holen, eine lustige Actionfigur, für die wir 40 Netze als erster passieren müssen. Und das wird jetzt also unser Ziel sein als Patrick. Boah. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ist an sich jetzt nicht so krass schwierig, aber. Wer weiß, wer weiß. Also ich zähle nicht mit. Das muss nicht sein. Aber wir sollten es schaffen können. Es gibt auf jeden Fall genug Netze. Drei haben wir jetzt schon mal für uns entschieden. Und auch das vierte wird für uns sein. Jawohl. Wie gesagt, ganz wichtig hier der Trick, unten durchfliegen. Okay, jetzt waren wir einfach nur Kacke. Also jetzt waren wir nicht auf gleicher Höhe, jetzt waren wir wirklich Letzte. Warum ich jetzt nur Zweiter war, weiß ich nicht. Ein bisschen getrickst. So, da werde ich auch nicht erst. Doch, da werde ich erster. Sehr gut. Super. Je mehr Netze sich natürlich hier für mich entscheidet, ist desto besser. Okay, die anderen sind jetzt ganz weit abgeschlagen. Die werden jetzt aber wieder ein bisschen aufholen. Ja. Logisch. Ja, das war dämlich. Und ich werde noch von dem Ball da getroffen. Von dem Beachball. So ein Wasserball ist das, glaube ich. Ah, komm, Patrick. Geh durch. Jawohl. Ja. Ich habe doch gerade ein bisschen Schiss, dass ich das so schaffe, aber das sollte ich eigentlich voll schaffen können. Und ich sollte ja auch annähernd 5000 Punkte kriegen können. Wichtig ist halt, dass ich bei Buangeln und hier bei Aufblashosen schon mal ein bisschen vorarbeite. Weil bei Gewichtheben kacke ich immer ab. Beziehungsweise da kacke ich eben wegen dem CPU ab, weil der halt kacke ist. Gut, da weiß ich halt nie, wann jetzt schon die Felder kommen. Also die doppelten Netze hier. Die Felder auch nicht schlecht. Die Quallenfelder kommen auch noch, ja, klar. Als nächstes gibt es dann natürlich erstmal wieder die Fahrschule mit Gladiatoren, wo ich wieder mega abkacken werde, weil wir gerade hier wieder mit schweren CPUs spielen. Also mit schlauen. Ja, aber netztechnisch geht es doch voll. Also die Hälfte sollten wir auf jeden Fall schon mal haben und wir haben auch nicht die Hälfte der Netze rum, also das wird gut werden. Ja, shit. Ah, wir schaffen es noch als Erste durch das Netz und auch durch das Netz und auch durch das Netz hier. Super. Läuft doch, läuft doch. Geht voll klar. Ah, das war ein bisschen kacke, das ging nicht klar. Na komm, lauf los, Patrick. Geht einfach, als ob der gerade ins Wasser eintauchen will. Sehr gut. Jetzt sind wir wieder hier. Der Leader. Ja, ich bin extra schon ein bisschen höher geflogen. Hab mir dann aber doch gedacht, da kommt nicht sowas. Ich finde es auch witzig, dass man halt gar nicht durch die Tore überhaupt durchfliegen muss. Durch die Netze. Einfach drüber fliegen können. Hauptsache man kommt weiter. Wie gesagt, man muss es halt wissen, wann die kommen. Weil sonst sollte man sich halt eher unten halten. Weil man da eher die Chance hat, als erster durchzukommen. Deswegen finde ich das mit dem doppelten Netz ein bisschen scheiße. Deswegen werde ich wahrscheinlich die meisten Netze, die ich nicht als erster durchfliege, werden doppelte sein. Es ist halt nicht, wie gesagt, es ist nicht schwierig, durch die Doppelte zu kommen. Aber es entspricht halt nicht meiner Kalkulation. Dass ich eher oben fliege. Und man muss eher oben fliegen, um durch die doppelten Netze gut durchzukommen. Ich will durch das finale Netz auf jeden Fall noch als erster durch. Wäre noch so ein Anliegen von mir. Was jetzt ziemlich schwierig werden könnte. Ja, es hat nicht geklappt. Doch! Wieso bin ich ein Erster gewesen? Der SpongeBob hat doch meilenweiten Vorsprung gehabt. Ich bin der Sieger! Es macht für mich keinen Sinn. Und wieso habe ich keine 5000 Punkte? Mal ganz ehrlich, das war doch voll geil. Also mir dafür jetzt nur 4702 Punkte zu geben, finde ich ein bisschen lachhaft. Es ist nicht schlimm, aber ich habe doch voll die 5000 verdient. Come on. Come on. Wir haben die Actionfigur, alles ist super. Moment, hätte ich das speichern? Moment, muss ich sowas speichern? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, ich habe das aber nie gespeichert, oder? Ich habe immer nur am Ende eines Dingsbums gespeichert. Scheiße, ich weiß das gar nicht. Naja, sonst müssen wir sowas halt nochmal machen. Das ist jetzt auch nicht so. Das sehen wir ja. Aber ich glaube, sowas muss man nicht speichern. Sobald wir irgendwann danach nochmal speichern und jetzt nicht einfach die PlayStation ausmachen, sollte das gespeichert sein. Also es sollte kein Problem sein. So, aber die 40 Netze haben wir jetzt. Schon mal nice to know. Und das andere war ja Buangeln, genau. Das heißt, hier ist jetzt gar nicht so ausschlaggebend. Also ja, ausschlaggebend halt für das Spiel, für die Rolle, aber halt, es gibt hier kein Achievement zu sammeln. So, ja, ich muss erstmal halt gucken, was Plankton jetzt sammelt, aber ich wollte auch eigentlich einen grünen sammeln. Hallo, Patrick!
Ja, geile Scheiße. Ich krieg's gerade nicht hin. Okay, Patrick, Plankton will erstmal die Grünen machen. Das können wir auch von mir aus gerne machen. Wir sind zwar gerade keine Grünen und ich bin ein bisschen kacke gewesen, aber das schaffen wir schon, komm. Ach so, es gab keine Grünen und deswegen hat Plankton... Hallo. Hä? Wieso hat er denn nur einen? Will er mich... Will er mich verarschen? Der hatte doch gerade noch einen... Kann man das auch neu starten? Ja, das kann man auch neu starten. Der aktuelle Spielstand des Minispiels. Das ist mir egal. Solange jetzt nicht mein aktueller Spielstand gelöscht wird, beziehungsweise halt ich gerade dieses Achievement, was ich gerade bekommen habe, nicht gespeichert ist, das ist mir egal. Aber das kann ich doch schon voll in die Tonne treten. Was soll ich denn damit noch machen? Bitte. Ganz ehrlich. Ist doch lächerlich. Ist doch einfach lächerlich. Ich würde mich auch nicht direkt auf die Grünen stürzen. Ich würde mich eher so auf die Roten oder auf die Blauen stürzen. Weil die anderen halt eher standardmäßig mit Grünen anfangen. Es gibt halt zwei Sachen, die mit Grünen anfangen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen mit Grünen anfangen, relativ groß. Ist es denn jetzt vielleicht, wenn ich jetzt Blau nehme? Nimmt Tenyan auch Blau? Ja, dann nimmt sie auch Blau. Das ist gut. Das heißt, ich kann sie auch so beeinflussen. Das ist sehr gut. Dann möchte ich nämlich erstmal mit Blau anfangen, weil die anderen halt mit Grün anfangen. Das nächste ist dann Rot, weil Rot gerade bei Sandy liegt. Dann halt schon ganz gut. So, komm, ich nehme jetzt einfach mal ganz frech. Wäre zwar besser für Sandy gewesen, aber damit sie halt direkt weiß, okay, das müssen wir haben. Sandy, wir brauchen nicht Blau. Aber läuft schon mal besser als sonst. Wir haben jetzt halt den Vorteil, dass wir jetzt schon die schweren Sachen weg haben. Ja komm, das funktioniert schon. Komm, Sandy. Hol dir schon mal einen Grün. Dann machen wir uns erstmal das hier. Das Schwierigste. Ja, die nehmen gerade die Roten. Also Sandy, beeil dich. Damit du noch einen Roten bekommst. Und dann die Grünen sollten eigentlich klar gehen. Da gibt es eigentlich genug. Na, da gibt es genug. Weiß ich nicht. Ach, das schafft der Larry schon. Komm, Sandy, besorg dir Grün. Ganz schnell. Ja, da gibt's noch Grün, da gibt's Grün. Sehr gut, komm her. Mit den anderen Grünen kannst Sandy dann da... Wieso sind die jetzt schneller als wir? Wieso? Ja, und die schaffen es natürlich perfekt. Was soll das denn? Aber wir haben mehr Punkte? Wieso haben wir denn jetzt so viel mehr Punkte? Hey, ach nee, die hatten... Wurden da gerade 1000 zu wenig angezeigt oder bin ich jetzt blöd gewesen? Ich weiß es nicht. Wir haben dafür auf jeden Fall 5000 Punkte bekommen, was ich sehr interessant finde. Ich sag dazu nichts mehr. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall nur noch 3000... Nee, Moment. Wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen eigentlich nur noch... Doch, 3900 oder so. Ist mir auch egal. 3800, egal. So viel ist es auf jeden Fall nicht mehr. Alter, ich habe gerade irgendwie Halsschmerzen. Aber da habe ich nicht mehr rumgeschrien. Nur gestern in Crash Bash. Aber das ist Standard. So, Buangeln. Wie viel brauchen wir jetzt? Wir brauchen 2500. Beim letzten Mal hatten wir nicht mal 2500. Okay, gut. Das heißt, das könnte tatsächlich ziemlich tough werden. Wir brauchten 1800 beim letzten Mal. Das heißt, jetzt müssen wir uns nochmal ein bisschen mehr reinhauen hier. Ein bisschen mehr reinhängen. Weil so darf das nicht wieder sein. Wir müssen jetzt unseren Rekord brechen. Wir haben was bekommen, immerhin. Ja, sehr gut. Er hat sich ja selber was gesucht. Also muss man halt auch mal so kleine Strandgut hier mitnehmen. 50 ist schon mal ganz gut. Gleich auf mit Sandy. Aber ich muss ja nicht betonen, dass die Strandwölfer das Wichtigste sind. Insofern. Chillen wir hier mal wie so ein bisschen. Hey, lass mich einfach nicht durch. Hallo, lass mich durch! Patrick, du bist so wuchtig, wieso kommst du da nicht durch? Ja toll, rechts ist natürlich gar nichts. Deswegen wollte ich auch nach links. Ja, streitet euch halt um das Ding da. Ich krieg's eh nicht mehr. So, jetzt sollte es aber eigentlich schon losgehen mit dem Strandläufer. Den positioniere ich mich mal hier so ein bisschen. Nee, noch nicht. Gut. Kein Problem. So. Sehr gut. Sandy führt das Miststück. Ist aber kein Problem. Ich positioniere mich hier. Das sollte, glaube ich, ganz gut sein. Ein bisschen weiter rechts, so. Und jetzt geht's los. Jetzt geht die 100er Jagd los. Jawolligen! Einer für mich. Sehr gut. Und noch einer für mich, hoffentlich. Jawohl.
Was machen die da eigentlich, die Gurken? Meiner! Und meiner! Jawohl! Und nochmal meiner! Jawohl! Und nochmal meiner! Ich habe ja richtig abgeräumt jetzt. Sehr schön. Sandy, hau ab. Ich brauche den hässlichen Ball da hinten. Na, das schaffe ich nicht. Der geht gleich unter. No! Egal, komm. Die sind jetzt auch wieder weit weg, die Strandhüter hier. Dafür kriegen jetzt auch schon ein paar Punkte. Du dummes... Ah, gut, ich hab... Er hat sich wieder selber was gesucht. Sehr freundlich. Ja, gut, das hat er auch. Sehr cool, wie die sich immer selber so Sachen grabben, obwohl es gar nicht so funktionieren sollte. Sehr freundlich. So, aber wir haben eigentlich schon... Wie viel brauchten wir jetzt? 2500. Wir haben jetzt 1430. Das heißt, kriegen wir beim nächsten Strandläufer auch nochmal 1000 plus. Dafür brauchen wir 5 Bälle. Das ist schwierig. Dann sollte es was werden. Also prinzipiell sind die... Hat der SpongeBob bekommen, der Sack. Sind die nicht so schwierig, diese Grafiken. Aber die können natürlich auch teilweise doch relativ knackig sein. Ach, jetzt kommt schon der Strandläufer. Ja, gut. Ich bin gerade so ein bisschen in der Crowd. Nicht gut. Hallo! Du hast schon ganz andere Sachen geholt, die weiter weg waren. Und warum nimmt er jetzt den und nicht den, der geradeaus ist? Manchmal muss ich es nicht verstehen. Muss ich tatsächlich nicht. Wie soll ich denn da noch so viele Punkte kriegen? Das ist nicht möglich. Außer der geht jetzt noch richtig hoch, der Counter. Schwimm in meine Richtung. Ja, vor allem, wenn die Säcke im Weg stehen. 30! Das ist nicht dein Ernst! Komm schon! 30 fucking Punkte! Jetzt leck mich doch am Arsch! Nur weil die Säcke mir einmal im Weg standen. Ey, jetzt leck mich doch, ganz ehrlich. Das ist Betrug. Das ist purer Betrug am Mann. Leck mich doch am Arsch. Frechheit, ey. Absolute Frechheit. Das sehe ich auch eigentlich echt gar nicht ein. Das machen wir jetzt nochmal. Ohne Witz. Verlässt jetzt diesen Scheiß-Modus hier. Es dauert aber wieder mit Ladezeit. Das ist mir egal. Ich will das jetzt nochmal machen. Wir holen uns das jetzt noch. Das ist mir zu blöd. Ganz ehrlich, das ist mir zu blöd. Und der Part ist sowieso gerade 12 Minuten lang. Andererseits könnte ich dann halt jetzt schon wieder die Fahrschule machen. Ach komm, wir machen mit der Fahrschule weiter. Scheiß drauf. Ist mir doch egal. Brauchen wir weniger Parts. So gesehen. Andererseits werden wir bei der Fahrschule wahrscheinlich auch ein bisschen failen, was Gladiatoren und Dingsbums angeht. Egal. Ich mache jetzt weiter mit der Fahrschule. Komm. Ich habe jetzt keinen Bock, wieder aus dem Modus hier rauszugehen und mir dann wieder irgendwelche lustigen Sequenzen anzugucken. Und nee. Nee, komm. Wir rushen jetzt erstmal den Modus durch und machen dann alles wieder nachher. Haben wir bisher auch immer so gemacht. Dann gibt's auch so einen richtigen... So wie bei Crash halt, von wegen, ja, wir haben jetzt zwar den Abspann gesehen, aber wir haben bisher das Gröbste ausgelassen. Also das Schwierigste kommt halt noch mit Relikten und sowas. Und das ist im Endeffekt dann auch hier so, weil wir dann quasi den Abspann sehen, was dann der Goldfilm wäre. Und dann haben wir halt immer noch ein paar Actionfiguren und jetzt auch Grafiken zu holen. Und insofern, das ist ja eigentlich irgendwie ganz schön. Bin generell mal gespannt, ob jetzt noch irgendwas Neues kommt, so im Goldfilm, ob wir dann quasi nochmal eine spezielle Sequenz bekommen oder was. Oder ob wir dann halt wenigstens mal einen Abspann bekommen. Wird mich mal sehr interessieren. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal die Fahrschule von der Frau Böf. Und da gibt es jetzt wieder lustige Sachen. Zum einen natürlich Buhladiatoren, dann das Paddelrad der Ehre. Wie hieß das nochmal? Paddle of Honor hieß das, genau. Paddle of Honor. So hieß es im Englischen. Witzig, ne? Tolle Anspielung. Und natürlich das lustige Boot fahren, was sowieso kein Problem werden wird. So, 3 in a row müssten wir hier dreimal schaffen. Wir haben es auf dieser Schwierigkeit nicht zweimal miteinander geschafft, das heißt, das können wir jetzt auf jeden Fall vergessen. Aber vielleicht können wir wenigstens eine gute Punktzahl rausschlagen. Ich glaube, im Nachhinein kann man jetzt hier im Story-Modus auch gar nicht mehr die Schwierigkeit der Gegner ändern. Ne? Das heißt, wir müssen es jetzt so schaffen mit der Schwierigkeit. Sonst sind wir im Arsch. Gut, das heißt, wir müssen jetzt gut sein. Ob ich das sein kann, weiß ich nicht. Das schauen wir dann. Ihr Miststücke. Geht runter von meiner Plattform, von meinem Rasen. Ich bin Letzter.
Das habe ich nicht verdient. Ah, das auch nicht. Aber jetzt bin ich immer wieder ein bisschen näher dran hier. Ein bisschen näher dran an der Crowd. An der besten Platzierung hier. Kann bald wieder europäisch spielen hier. Hallo. Vorsichtig. Hallo. Eieieiei. SpongeBob ist runter, sehr gut. Da habe ich schön gesnackt. Das ist nicht fair. Ich krieg grad durchaus hier ein bisschen. Ja, gut, jetzt habe ich zwei aus dem Ring befördert, aber das bringt mir natürlich gar nichts. Aber es bringt halt Punkte. Also hier suche ich jetzt definitiv, versuche ich nicht, definitiv nicht das Achievement zu bekommen. Das ist zu schwierig. Es ist in meinen Augen echt zu schwierig. Aber ich habe jetzt schon wieder zwei aus dem Ring in Folge. Das heißt, ich könnte jetzt eine Dreierfolge zumindest mal bekommen. Was ja auch punktetechnisch ganz gut wäre. Aber ich fahre natürlich wieder runter, weil SpongeBob mich runterschubst. Der Sack. Bin ich mal gespannt, wie viele Punkte ich hier brauche, um eine gute Punktzahl zu erreichen insgesamt. Also für die Rolle jetzt. Wie viele Punkte ich brauche, um eine gute Punktzahl zu erreichen? Das klingt so ein bisschen dämlich. Aber, ne? Ihr wisst ja, wie es gemeint ist. Weil mit Gegnern auf Normal habe ich das halt wirklich tatsächlich hingekriegt, so teilweise 500 Punkte zu kriegen. Und auf dieser Stufe schaffe ich jetzt wahrscheinlich gerade mal so 3000, wenn überhaupt. Und 3300. Und das ist dann, ich weiß nicht, ob das irgendwie 5000 Punkte wert ist. Wäre mir das ja nicht wert. Aber so krass viel besser kann ich halt auch nicht so unbedingt sein. Sonst müssen wir halt hoffen, dass irgendjemand anders die Rolle bekommt. Das ist ja jetzt kein Problem, wenn wir die Rolle nicht bekommen, aber es muss halt dann irgendjemand anders kriegen. Weil das sind die Spielregeln. Das wäre mir auch total recht. Hauptsache, wir kommen halt weiter. Kommt es mir nur so vor, oder gibt es bei den schwierigeren Gegnern auch tatsächlich also so einen längeren Bremsweg, dass man wirklich eher runterfällt? Das können wir zumindest teilweise echt so vor. Oh, die 300 können wir tatsächlich noch kriegen. Wenn wir jetzt nochmal ein, zwei Leute runterbuxieren. Ja, wir sind auf jeden Fall Leader hier. Das ist gut. Ja. Haben wir ein paar Punkte gebracht. Na, 300 wird schwierig, aber das ist wahrscheinlich so eine Marke von wegen knapp 300, dann bekommen wir so viele Punkte. Doch, wir haben die 300 noch bekommen. Sehr gut. 312. Ja, ist in Ordnung. Wie viel gibt das denn? Oh, 3500 Punkte. Ah, shit. Das dürfen wir schön nochmal machen. Da bin ich mir sicher. Das ist nämlich die Schmerzgrenze. Das heißt, wir müssen jetzt die anderen beiden wirklich fast perfekt machen. Ein Paddelrad der Ehre kann ich nur leider überhaupt nicht so gut. Als dass ich so perfekt hinkriegen könnte, dass ich da 5000 Punkte bekomme. Also ich sag mal, hier sollte man schon mindestens 3700 Punkte kriegen als Puffer. Bootsrennen wird kein Problem, da kriegen wir 5000 Punkte. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber das hier, da bin ich, glaube ich, bei Bronze und Silber nicht mehr Erster geworden. Bei Silber bin ich mir nicht sicher, aber bei Bronze weiß ich auf jeden Fall, da war ich nicht Erster. Und das macht mir jetzt nicht gerade Mut, dass ich hier 5000 Punkte snacken kann. Das heißt, das kann wirklich sehr lustig werden. Aber eigentlich, hier kommt der Patrick hat doch in der Bootsfahrschule brilliert hier. Wie war das? Der hat doch den Führerschein hier bekommen. Also. Ich muss halt auch mal gucken, wie viel was jetzt wert ist. Der Oktopus war jetzt auch 40 wert. Und dieser Move war, glaube ich, auch 40 wert. Ja gut, das ist eigentlich egal, was man macht. Wenn man sich aber an einen gewöhnt, weiß man ungefähr, wie der funktioniert. Der ist doch, glaube ich, sicherer, der Korkenzieher, als der Oktopus. Also der Oktopus ist zweimal Dreieck. Und der Korkenzieher ist einmal Kreis und einmal Quadrat. Finde ich persönlich ein bisschen einfacher und ein bisschen angenehmer zu machen. Da hat man ein bisschen mehr Puffer. So, hier zwei lange Moves, den Quallenkönig, der bringt 50. Dann probieren wir jetzt mal einen langen und zwei mittlere. Ja, geht nicht. Kann man nicht hin. 45, okay. Der war genauso viel wert. Also, ja gut, dann machen wir bei den mittleren Rampen auf jeden Fall zweimal den. Und bei denen kann man das eigentlich dreimal machen. Traue ich mich aber nicht. Bei denen kann man alles einmal machen. Wollte er jetzt gerade nicht.
Ich bin der Mann. Man muss halt so ein bisschen jetzt ausprobieren, was wie viel wert ist. Damit man hier wirklich so ein bisschen sein Geschäft optimieren kann. Bei den großen Rampen auf jeden Fall zwei Kreisel und einmal ein Huhu. Also zwei lange, ein... Nein, der ein verkackt. Zwei lange, ein klein. Bisher habe ich auch noch keinmal verkackt. Also ich habe jetzt mein Geschäft. Bei den grünen Rampen zweimal Kreis, einmal Quadrat. Bei den kleinen einmal Kreis, einmal Quadrat. Und bei den orangen zweimal Kreis. Natürlich nur, wenn ich die auch immer richtig treffe, die Punkte. So wie ich sie treffen muss. Sonst ist es kacke. Ich habe noch keinmal verkackt, Alter. Das ist echt gut. Ja, jetzt, das habe ich jetzt lieber mal gelassen. Ein bisschen zu risky. Wieso kriege ich das... Alter, ich kriege die Knopfkoordination gerade nicht hin. Okay, wieder zweimal, jawohl. Gut. Nein, Patrick, mach doch. Ja, ach. Ich mache manchmal echt zu früh, glaube ich. Dass er es noch nicht nimmt. Ja, aber wenn man sich wirklich so ein Muster macht, was man genau machen will, ist das super. Das ist wirklich das Beste, was man machen kann, ganz ehrlich. Halt immer wieder variieren und ein bisschen Freestyle. Kann man zwar machen, aber das ist einfach nicht so sicher. Und dann kriegt man gerne mal auf die Fresse. Wenn man dann sagt, okay, gut, da kann man vielleicht noch einen ranhängen. Aber wenn man genau weiß, was man machen kann und was funktioniert, ist das schon mal sehr viel wert. Na gut, das werden wir nicht mehr hinkriegen, die Punkte. Das wird nicht mehr zählen. Und wir haben die Belohnungsgrafik. Wie viel brauchten wir denn hier überhaupt? 2000. Super. Wie viel haben wir denn jetzt hier bekommen? Bin ich mal gespannt. Okay, das ist definitiv nicht die volle Punktzahl gewesen. Das müssten was mit 4... Ja gut, wie viel hatten wir denn gerade? Wir hatten genau 3500, glaube ich. Ne? 3502 oder sowas haben wir. Das heißt, ja, 4700 hatten wir jetzt so ungefähr hier. Das war schon ganz gut. Wir haben 5-6 Mal nicht das Maximale rausgeholt, was man da rausholen kann. Und auch definitiv muss. Deswegen, ja, schon irgendwie verständlich, dass ich da jetzt keine volle Punktzahl bekommen habe, aber trotzdem, das ist dann schon ziemlich, ziemlich schwierig. Also da muss man schon wirklich perfekt fahren, perfekt fahren im Endeffekt, perfekt Tricks machen, wenn man sich jetzt mal sowas hier anguckt, wo 5000 Punkte einfach geschenkt sind, ganz ehrlich. Ja, das ist geschenkt. Da muss man auch kein begnadeter Racer sein. Das ist ein ganz, ganz billiger Funracer. Das ist gar nichts. Zumindest glaube ich, dass ich immer die 5000 Punkte bekommen habe. Wenn nicht, dann wäre das absolut witzlos. Weil für was sonst, ja? Für was soll man hier sonst 5000 Punkte bekommen? Ja, trotzdem summieren wir. Also Ganze. Wir hätten jetzt, glaube ich, 8000 irgendwas Punkte, ne? Ich hab's verdrängt. Ja, wobei, kann ich ja gar nicht. Wobei. Ja, wenn ich jetzt überlege, wie viel hatten wir denn? Wir hatten in Buladiatoren 3500, ne? Wahnsinn. 3500, so. Dann hatten wir jetzt... Ja, doch. Wir hatten 4000 irgendwas. Ja, doch, wir hatten, glaube ich, 8200 oder sowas. Fakt ist auf jeden Fall, wir können das nicht mehr schaffen. Uns fehlen so knapp 300 Punkte oder sowas. Die wir definitiv bei Buladiatoren rausschlagen müssen, weil da waren wir kacke. Da haben wir 1500 Punkte liegen gelassen. Die müssen wir definitiv holen. Wir hatten 312 Punkte hatten wir da bei Buladiatoren. Das heißt, das müssen wir definitiv noch steigern. Darum geht es also im nächsten Part. Wobei das halt schon einer der besseren Runs war gegen schwere Gegner. Gegen schlaue Gegner. Wobei die immer noch nicht besonders schlau sind. Wobei die bei Buladiatoren tatsächlich relativ schlau sind. Und relativ gut sind. Ich finde es auch geil, wie hier so die Framerate immer so ein bisschen abkackt beim Start. Naja. Ja, es wird auf jeden Fall nicht ganz einfach. Also 350 sollte man da wahrscheinlich schon mal rausschlagen. Damit das funktioniert. Aber wir werden es gleich erstmal wieder vom Gil gesagt bekommen und wegen, das war schrecklich. Ich konnte ja nicht hinsehen.
Aber ja, das ist halt so. Es wird auch noch häufiger passieren im Goldmodus. Ich glaube, im Silbermodus war es ja, glaube ich, sogar nur. War es zweimal der Fall, aber bei einer. Bei einem Bereich. Und das war, glaube ich, tatsächlich der Abfall einmal. Weil ich da irgendwo zu schlecht war. Wahrscheinlich beim Maschinenschrott. So schnell! Ja, den SpongeBob, den kann ich auf jeden Fall noch überrunden. Den anderen davor auch. Sandy ist das, ja, und den Plankton kann ich auch noch kriegen, theoretisch. Aber praktisch eher nicht. Nee, praktisch kriege ich ihn leider nicht mehr. Schade. Ist immer ist ein schönes Gefühl, wenn man die überrunden kann. Ja, wenn man auch sieht, wie die einfach fahren, ne? Das ist immer schöner, die Straße halten. Oh mein Gott. Viel zu brav. Es kommt übrigens auch mal vor, wenn die Gegner wirklich richtig langsam sind, dass dann irgendwie, ich glaube nach einer halben Minute oder sowas, eine halbe Minute drüber, dann steht er einfach nur so zu langsam als Zeit. Ich weiß nicht, was denn da genau berechnet wird als Zeit, aber auf jeden Fall wird erstmal zu langsam eingeblendet. Das war bisher aber noch nicht der Fall. Es ist wahrscheinlich erst der Fall, wenn man die CPUs nicht auf schlau hat, sondern auf normal. Auf einfach sowieso. Da kann man die wahrscheinlich sogar zweimal überrunden, alle. Das ist dann schon traurig. Naja. Ich habe definitiv nicht vor, die auf einfach zu stellen. Auf Mittel muss ich sie leider einmal stellen. Auf jeden Fall für Gladiatoren. Vielleicht auch nochmal für andere Sachen. Die ich partout nicht schaffe. Aber manche Sachen, die ich partout nicht schaffe, benötigen teilweise sogar schlaue CPUs. Zum Beispiel sowas wie Gewicht heben. Wenn ich da jetzt Probleme gehabt hätte. Hätte natürlich auf jeden Fall schlaue CPUs erfordert. Zumindest halt meinen Mate. Mein Mate hätte auf jeden Fall mal schlau sein müssen. Man kann natürlich so machen, dass man einen auf schlau stellt und die anderen auf dumm. Und dann, ja, hofft man quasi einfach, dass man den richtigen bekommt. Sonst startet man das Minispiel neu. Und wenn man dann den schlauen hat, dann, ne? So könnte man das theoretisch machen, aber das ist ein bisschen billig. Wir stellen alle auf die gleiche Stufe und zwar alle auf schlau. Bei Buhlediatoren klappt es halt nicht. Haben wir ja bemerkt. Das werden wir auf jeden Fall im Minispielmodus ändern müssen, aber sonst will ich das erstmal alles so lassen, wie es ist. Eure Kollektivintelligenz ist geringer als die meine. Naja. Ich bin der Sieger. Laber halt scheiße, Plankton. Alle mit knappen schlecht daraus. Ich bin der Sieger. So, wir werden es nicht geschafft haben. Jupp. Uns haben jetzt 800 Punkte gefehlt, knapp. 790. Das heißt, das dürfen wir jetzt schön nochmal machen. Ist aber kein Problem. Wir machen beim nächsten Mal also Buhlediatoren nochmal. Hoffen, dass wir da gut sind. Ja, und dann kommen wir hoffentlich weiter. Das wäre natürlich wünschenswert. In diesem Sinne sage ich einfach mal danke fürs Zuschauen. Seid beim nächsten wieder dabei. Ich werde bestimmt wieder ein bisschen failen bei Buhlediatoren. Weil mehr als 3012 Punkte ist schon relativ hart. Also bis dahin. Tschüss.